Da können wir wieder zurück zum Haus. Dann haben wir es auch wieder geschafft. Mindestens mal eine oder zwei Folgen hier abzudrehen heute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Zeit verloren. Zeitverlust. Boah, Alter, bist du überladen. Oh, bist du überladen. Ah, nur ein Kilo und ein paar zerquetschte. Komm, renn. Das kriegst du hin, Alter. Das kriegst du hin. Das wäre doch so ein bisschen dunkel. Ah, das ist das schön. Ist das überladen weg und das wäre wieder ein Screenshot, aber toll. Naja, ist egal. Dann lasse ich das Überladen einfach mit drin. Irgendwo muss ich ja meine Screenshots machen. Ne? So. Das sieht aus. Ey, voll die fetten Berge da. Vielleicht finde ich ja doch noch einen Weg, einen unterirdischen Zugang zu dem Silo. In das geheime Labor des Dr. Fu Manchu. Oder wie auch immer er heißen mag. So, jetzt kann man wieder nur hoffen. Ach, der Hirsch ist noch da. Den lockern wir jetzt, oder den treiben wir jetzt einfach mal hinten Richtung Haus. Wir können nur hoffen, dass jetzt kein Wolf unseren Weg kreuzt, denn sonst müsste ich tatsächlich schießen. 6 zu 0 steht es momentan. 6 zu 0. Ja, komm, hau ab. Ja, richtige Richtung. Hau bloß ab. Hau dich ab, Mann. So kommen wir an unser Ziel. Irgendwann schaffen wir es tatsächlich, hier das ganze Gebiet zu durchforsten. Und dann wissen wir auch, wo was liegt, wo wir etwas machen können. Oh, das sind zwei Brücken. Ja. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Die Brücke liegt da. Ah. Okay. Na, die Nachbarn, die machen ja wieder ein bisschen Lärm. Ist immer so eine komische Sache hier. Pünktlich um kurz nach 7 früh morgens in der Woche gibt es dann oben bum 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 voll das Getrampel und dann gehen die Rollos hoch. Und das gleiche am Wochenende um kurz nach 8. Kurz vor 8:30. Ja, was will man machen? Steckt man einfach nicht drin. So, zur Küche geht es, glaube ich, hier raus. Gab es hier eine dritte Tür? Hier gab es tatsächlich eine dritte Tür. Dann nehme ich die doch einfach mal. So, das war die Tür. Das ist die Tür. Und die letzte Tür. Die letzte Tür. Die letzte Tür war hier. Prima. So, wir sind derart überladen. Wir müssen jetzt anfangen, langsam wieder was loswerden. Und zwar hier im Fressschrank. Gipfelbrause. Zeig mir doch mal, was wir haben. Erdnussbutter. Ja, ein bisschen ist noch da. Gut, eine. Weg, die Gipfelbrause kommt weg, der Müsli-Riegel, die Limo, Trockenfleisch kann man behalten, ja, das kann man auch essen nachher, genau wie diese versiffte alte Erdnussbutter. Was haben wir an Werkzeug? Werkzeug, bitte, wir haben, achso, das Brecheisen hatte ich doch weggetan, seht ihr, dann habe ich ja nur ein Brecheisen, ich besitze jetzt aber einen zweiten Dosenöffner, den können wir direkt mal wegtun. Und ein zweites Beil. Ui, holla, die Waldfee, das gut durchweg. Wir haben eine Menge Fackeln hier. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, zwei Fackeln kann ich mal wegtun. Message-Schnur. Ja, Sturmlaternen. Die Laterne haben wir ja nicht wirklich gebraucht, ne? Also die zieht schon ordentlich Saft. Ich nehme sie mal weg. So, dann gehe ich nochmal hier hin. Und sagt dann, die Schnur kommt hier rein, die brauchen wir auch nicht. So, 5%, so ein Nähset haben wir dann noch. Streichhölzer haben wir genug. Einfaches Werkzeug, Dosenöffner, Brecheisen, Brandbeschleuniger, bei Angelzeug, alles dabei. Brauchen wir noch was Sonstiges? Lampenöl. Ja, das kann natürlich... Lampenöl. Lampenöl. Kommt zu Werkzeug. Lampenöl. Wow. Weg mit dir. Hier. 25, 85. Wir haben was noch alles. Ich gucke jetzt mal. Ich muss jetzt mal gucken bei Kleidung. Wir hatten nämlich ein paar Schuhe aufgenommen, die wir zerlegen können. Hm. Sind auch nicht wintertauglich. Wie kommen die überhaupt hier hin? Mann.
Dann hatten wir noch einfache Handschuhe und ich hatte diese Fäustlinge. Die waren gut, ja, aber die einfachen, die kann man zerlegen. So, wie viel Stoff haben wir noch? Werkzeug, wir haben einen Stoff. Wir haben eine Zeitung. Habe ich jetzt eine? Ach, ich sehe das immer so schlecht. Vielleicht sollten die Zahlen einfach mal größer gemacht werden. Ne, es war tatsächlich nur eine Zeitung. Zunderbündel haben wir mehr als genug. Altholz 2, Metallschrott 2, Stoffbücher. Oh ja, das Buch, das... Altholz? Ja, tun wir alles weg. Brauchen wir so jetzt nicht. Das Buch, das Brennmaterial, das war hier im Wohnzimmer hinten. Ich hatte überhaupt gar keine Ablage. Merke ich gerade. Hier ist nämlich das ganze Tannenholz, Zedernholz. Kann ich das einfach so hinschmeißen? Hier ist Buch. 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 Komm, schmeiß dich mal einfach auf den Boden, Buch. Ja, genau. Immer da, wo ich stehe, da. Ich komme leider nicht auf den Tisch drauf. Sonst hätte ich es jetzt auf den Tisch auch abgestellt. Hier hinten komme ich wenigstens lang. Ach, da liegt ja noch ein Zeitungspapier. Siehste? Kann man nämlich noch zerlegen. Ach, verdammt. Zwei Stück. Mensch, jetzt muss ich das Ganze... Ach nee, das gibt zwei... Ach, ich verdumme mich dann tatsächlich immer. Was denn jetzt? Wir haben zwei Leder, Metallschrott, Zunderbündel. Damit gehen wir nämlich wieder zurück. Mal gucken. Oh ja, ja. Durst, Hunger. Hunger, Pippi, kalt. So. Material. Leder. Alles umlagern. Metallschrott. Alles umlagern. Zunderbündel. Tun wir mal ja, so ein paar umlagern. Den Stoff brauche ich gerade auch nicht. Damit sind wir wieder bei 23,20. Ist doch schön. Reicht doch. Damit sind wir gut ausgerüstet, ne? Und noch zwei Fackeln. Ja, cool, das reicht. Hagebutten. Alles dabei. Ich denke, das schickt so, ne? Können wir eigentlich so lassen. 21.12 Uhr. Dann gehe ich jetzt einfach nochmal gucken. Ausrüstung, Nahrung. Ja, ich begebe mich mal schon Richtung Hayabubu-Bettchen. Dann sagen wir aber für diese Aufnahme erstmal. Und Feierabend. Wir haben den Keller erforscht. Charuma, Dankeschön, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ich will es mal hoffen. Hoffentlich finden wir wieder unsere... Oh, dieses bäuerliche Karo. Ist das nicht süß? Oh, kommt, essen. Essen, Junge. Nimm hier deine cremige Erdnussbutter. Darf mal gucken, wie viel haben wir? 1,729. Ein bisschen Durst ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Ess mal Butter hier auf, du. Ah. Köstlich, guck mal. Ach, jetzt ist er fast voll. So. Trink, mein Junge. Und jetzt können wir auch schlafen. Jetzt sieht es super aus. Alles klar. Wisst ihr was? Danach habe ich dann tatsächlich 22 Tage überlebt. Irgendwie. Vermute ich mal. Pennen bis 5.25 Uhr. Badau. Und danach sage ich dann Ade. Oh, das muss ich noch aufnehmen. 22 Tage, 18 Stunden, 39 Minuten gerade. So, jetzt habe ich schon kurz gestoppt. Ach, das wollte ich doch gerade wissen. Alles klar, bis Bescheid. Tschüss.